Hallöchen hier zu einem kleinen neuen Let's Play. Und zwar geht es um The Floor is Jelly. Ein Spiel, was letztens spontan auf Steam erschienen ist. Ich weiß nicht, ob wie spontan das war, aber anscheinend nicht so. Aber ich habe es da spontan gesehen. Habe mir den Trailer angeschaut und habe mir gedacht, was ist das für ein Unsinn? Das muss ich spielen. Und zwar ist das Konzept mehr oder weniger, wir sind ein kleines Figürchen, was durch die Gegend laufen muss. Plattformermäßig, dass wir da durch die Gegend springen können und alles so ähnlich. Sehr ähnlich wie bei Super Meat Boy, nur allerdings ist die ganze Welt aus, naja, Pudding-mäßigen Gelee-Zeugs. Deswegen The Floor is Jelly. Wir fangen einfach mal an. Wir fangen ziemlich simpel an. Controller geht leider nicht, soweit ich das hier gesehen habe, soweit ich das probiert habe. Es gibt auch quasi keine Option, ne? Wenn man hier mal gucken will, ob Options... Oh, ne? Immerhin kann man seinen Spielstand zurücksetzen, aber das war es dann auch schon. Das heißt, sehr minimal gehalten, man kann nicht mal die Auflösung einstellen. Nimmt beim Vollbild immer die native Auflösung des Desktops an, das, was man eingestellt hat. Wir sind hier dieser Kringelkreis Gablöbelbombs und müssen jetzt hier einfach zu den Pünktchen da. Die kleinen weißen außen. Ich habe es gerade mal ganz kurz angespielt gehabt. Keine Ahnung, irgendwie 10 Minuten, um zu gucken, ob es alles funktioniert und wie es funktioniert. Und ist schon ein wenig sehr seltsam, muss man sagen. The Floor is Jelly. Aus dem Grund, dass alles hier aus Gummi ist. Marmelade oder Gummi oder Wackelpudding oder wie man auch immer man das nennen will. Das heißt, wir können als unsere Figur hier durch die Gegend springen. Wir sind so ein kleines Mannequin, wir haben im Prinzip nur zwei Beine, aber es reicht. Und das Problem ist, wir können, also was heißt Problem, die Eigenschaft hier ist, wir können springen. Dadurch bewegt sich die Gegend. Wir können dann woanders hinspringen und dann passt das. Wir können aber auch, ne, wir können ja nur so begrenzt hochspringen. Allerdings, wenn wir das quasi als Trampolin hier benutzen, im richtigen Moment dann wieder abdrücken, dann können wir auch wieder hochspringen. Man kann auch im falschen Moment dann abdrücken und dann kann man bremsen. Das Ganze geht mit den Wänden auch. Man kann gegen Wände laufen und solche Geschichten hier machen. Das werden wir dann noch feststellen hier. Da komme ich so gerade hoch. Ich muss aber hier versuchen, mir den ganzen Schwung mitzunutzen. Grafisch sehr minimal gehalten. Die Musik ist, soweit ich es gehört habe, ziemlich nett. Und man sieht, jemand kommt, wenn man denn den richtigen Schwung hier drauf hat. Doch relativ fix hier unterwegs. Da ist auch ein kleiner Frosch, der macht uns vor rechts, wie das sein soll, quasi als Mini-Tutorial. Mit dem Hochspringen. Hier auch wieder mit ordentlich Schwung. Das hier sind allerdings Teile, wenn man da reinläuft, man zerpufft wie ein bisschen Puffreis. Und stirbt dann einfach. Ist aber nicht schlimm, hier geht es nicht um Leben und Tod. Na gut, es geht ja eigentlich um Leben, aber ums Durchkommen hier. In dieser Herbstlandschaft. Man kann auch dazwischen ein wenig herumwabbeln, ein wenig herumspringen. Wie gesagt, man kann auch an den Wänden hier, wenn man da dran ist, bleibt man so ein kleines bisschen kleben. Man kann auch zurückgehen, wie ich hier ungewollterweise, na, es war natürlich alles gewollt, bewiesen habe gerade. Nein. Dadurch, dass alles am Wabbeln ist, verändert sich manchmal auch der Punkt, an dem man eigentlich abspringt. Manchmal bewegt sich dann auch einfach hier der Boden oder die Wand weg, wo man eigentlich gerade von abspringen wollte. Das ist manchmal ein wenig sehr seltsam. Das wird nachher noch Rätselelement sein. Oh, das war falsch. Boing. Ahaha, Mist. Nein. Wie gesagt, rein von der Steuerung her erinnert es doch sehr an Super Meat Boy. Auch gerade, dass man sich hier an den Wänden und sowas festhalten kann. Ein Spiel, was ich persönlich ehrlich gesagt nie komplett durchgespielt habe, weil es mir immer zu schwer war. Weil ich nicht so der Jump-and-Run-Pro bin. Nein, Mist. Nein. Und das ging eben beim Testen deutlich besser. Ich habe mein ganzes Geschick, das war dämlich, eben schon verbraucht. Also, nein. Ach, nö. Ja, ich hoffe mal, das geht nicht. Nein. Unendlich so weiter. Wahrscheinlich werde ich jetzt hibbelig, weil ich das gerne schaffen wollte. So. Da war der Sprung nicht hoch genug. Oh, das war knapp. Hier ist nämlich eines der ersten Sachen, wo tatsächlich diese Deformierung der Welt wichtig wird. Weil wir müssen immer in diese Fenster hier rein, damit wir weiterkommen. Da unten geht es aber nicht lang. Das heißt, wir müssen die Welt einfach so hinformen, dass wir da durchkommen, durch den Boden. Hier ist es das gleiche, wenn wir da reinfallen, der Boden
biegt sich durch und dann ist plötzlich das Todesgestachel da im Weg. Sehr nette Sache als Konzept. Auch hier wieder denkt man sich, ne? Ungefähr so. Aber auch hier sieht man, aha. Wenn man da drunter durchkommt, dann ist es gut. So. Boing. So, und das ist der erste Moment, wo wir tatsächlich in eine andere Gegend kommen. Im Moment alles noch sehr schnell gespielt, relativ fix. Ich bin mal gespannt, wie das dann sich im weiteren Verlauf hier zeigen wird. Hier war ich schon, aber wesentlich weiter noch nicht. Ich glaube, einmal hier ein Level weiter oder sowas. Genau, da oben kann man hin. Warte mal, da oben? Da, ich weiß noch nicht, was die ganzen Frösche und einem hier das alles sagen sollen. Ob das überhaupt irgendeine Funktion hat. Keine Ahnung. Ich finde es halt vom Grafikstil her sehr nett. Und die Idee ist mal vollkommen bescheuert. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Als Beschreibungstext steht bei Steam, von wegen der lang ersehnte Kindheitstraum, dass alles aus Jelly ist, alles aus Marmelade oder Gummi oder Wackelpudding oder wie immer man das nennen will. Ich weiß nicht, also ich hatte nie diesen Kindheitstraum, wenn ich das mal so anmerken darf. Ich weiß nicht, warum. Und das ist... Man sieht schon, wie das hier alles am Wabbeln und Schwabbeln ist. Auch hier die ganzen großen Sachen, die einfach mitgerissen werden. Es ist höchst dämlich, wenn man das mal so sagen möchte. Es gibt hier zwei Wege, wie man weiterkommt. Ich vermute mal, deswegen sind die Fenster... Warte mal. Genau, wenn man Fenster noch nicht bedingst hat, dann sind die anscheinend mit diesen Sternchen umgeben, mit diesen Kringeln. Ich denke mal, die Wegfindung würde dann hier irgendwann ziemlich uncool werden. Tja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gehaltvoll das Spiel auf längere Sicht ist. Im Moment ist es ziemlich lustig, weil es einfach ziemlich dämlich ist. Genau, da oben ist noch so ein Fenster. Ja, hier, komm. Nein. Es ist, ich glaube, Leute, die richtig gerne Plattformer auf Geschwindigkeit spielen, ich bin mir nicht sicher, ob die da so viel Spaß dran haben werden, weil hier doch ein gewisses Maß der Unberechenbarkeit bei ist. Ein recht großes Maß sogar. Okay, da geht's runter. Ja, es gab aber noch Gegenden. Warte mal, ist hier die Schwerkraft anders? Nee. Ich will nochmal zurück. Weil da gab es ja noch Stellen, wo ich noch nicht war. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich wichtig ist, dass es da eben entsprechend solche Stellen gibt. Hier genau aus eurem Fenster. Aha. Warte mal. Aha. Tja, keine Ahnung. Warte mal. Ach so. Nee, da unten. Hä? Das ist ja mal seltsam. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwas übersprungen habe oder wie auch immer gemacht habe. Boing. Boing. Ho! Na. Oh. Mist. Wie soll man da denn rüberkommen? Kann man da rauf? Oh ja. Ja, das ist ja mal cool. Ich mache gerade nichts, ich springe gerade nicht. Musikalisch muss ich sagen, erinnert es mich bisher sehr an Thomas Was Alone. Das ist auch alles eher so sphärisch gehaltene Klänge. Ja. Ich glaube, das Spiel wird noch schwer genug werden. Ah, verdammt. Aus technischer Sicht kann ich sagen, es läuft sehr flüssig, sehr ordentlich. Muss man aber auch sagen, es ist anscheinend an die... die Spielgeschwindigkeit ist an die... an die FPS, die man während des Spiels hat, gekettet. Das heißt, das Spiel läuft normalerweise immer mit 60 FPS. Ich hatte es eben aber, als ich die Auflösung des Bildschirms noch ein bisschen höher gehabt habe, über Full HD, da hat das während der Aufnahme dann plötzlich auf 30 gedroppt und dann lief es halt nur noch halb so schnell. Ist eigentlich ziemlich egal, weil das Spiel ohne Aufnahme eigentlich immer... Oh, so, richtig läuft. Boing. Ansonsten, wie gesagt, die Optionen sind sehr schwach gehalten. Oh. Oh. Huh, möchte ich das? So wäre doch nett.
Das finde ich gut. Das heißt, falls man das Spiel in einer anderen Auflösung spielen will, muss man einfach die Desktop-Auflösung umstellen. Ist ein bisschen dämlich. Vor allem, ich finde es sehr schade, dass der Controller nicht unterstützt wird. So wie ich das zumindest gesehen habe. Also mein Xbox-Controller funktioniert hier nicht. Komme ich da jetzt hin? Das schwabbelt zu sehr. Nein, verdammt. Wobei, so komme ich da glaube ich auch hin. Na? Boing. So, aber ist interessant, sag ich mal, dadurch, dass man hier das drehen kann. Ich find's gut. Macht dem... Oh, das ist nicht gut. Gibt dem Ganzen noch einen gewissen... einen gewissen Dreh, sag ich mal. Ja, Spitzenwitz. Aber, wie gesagt... Ich glaube, ihr seht es einfach selber. Also, falls ihr das Spiel interessant findet, dann holt es euch einfach selber. Ich glaube, ich habe es gekauft. Da war es gerade 20% runtergesetzt. Für 7,99 € auf Steam. Ich glaube... Was sind das sonst? 9,99 €. Sowas in der Art. Warte mal, hä? Wie soll ich denn vorbeikommen? Warte mal. Drehen kann ich hier jetzt nicht. Oh. Ah, da ist auf der anderen Seite noch was. Oh. Oh. Erwähnte ich schon oh. Ha! Siehst du, manchmal ist es ein bisschen seltsam hier. Oh! Verdammt! Das wird echt nicht unbedingt einfacher. Tja, willkommen beim Let's Sterb. The floor is jelly. Ah, verdammt. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht der riesige Plattformer bin? Deswegen habe ich zum Beispiel auch nie was zu Super Meat Boy gemacht. Sei es mit ein bisschen Konzentration hier. Nein! Okay. Ich lebe noch. Okay, ich lebe nicht mehr. Es soll jetzt eigentlich nicht so geplant sein, dass ich ständig sterbe hier. Ich meine, wer plant das schon? Auch im echten Leben. Sterben ist eher so... unerwünscht meistens. Sei denn, man ist natürlich der Tod. Dann ist das der alltägliche Beruf. Okay, das ist jetzt... leicht dämlich. Nein, was war das? Hm. Huh. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das hier jetzt meinen Tod bedeuten sollte. Ich würde gerne nach oben schauen, aber ich glaube, das geht nicht. Es gibt nämlich im Prinzip... okay. Ich muss hier hoch. Aha, aha. Na siehste, einfach mal ein bisschen mehr Geduld und schon geht das. Aber ich befürchte mal, es wird nicht einfacher. Ich fand das mit dem Drehen besser. Muss ich ja mal sagen. Ah, jetzt kann man das drehen. Ja. Muss man da runter? Oh ja. Also könnte man machen. Da komme ich keinesfalls hin. Na! Okay, ich komme da noch zurück. Sehr gut, sehr gut. Von der Idee auf jeden Fall ziemlich... abgefahren gehalten. Und muss man sagen, es funktioniert ziemlich gut. So. Ah, ein Haus. Ich glaube, das wackelt gleich auch. Ein wenig sehr. Okay, da geht es gerade mal unter die 60 FPS.
und man sieht es vielleicht, es bewegt sich alles ein bisschen langsamer, dann muss ich das Spiel nochmal anders aufnehmen. Nicht so. Ich wollte das eh nur ganz kurz mal den Anfang gemacht haben. Sieht leicht bescheuert aus. Ja, keine Ahnung, was man hier machen soll. Aus dem Bild laufen bedeutet so viel wie sterben. Ahaha. Aha. Oh. Eskimos. Version. Irgendwas. Blablabla. Bytes free. Ready. Help. Wie help? Ich hab keine Ahnung. Look. The universe is before you. Too vast to fully see, your focus at present is taken by a description of yourself. Reading a description of yourself, reading your reading. You imagine yourself reading it. You briefly one of the self you imagine also imagines you. Jetzt mal nicht so ein Philosophiekrams hier anfangen. You have one computer. One infinitely small point between the past, future, which you soon will abandon for another. Internet, ein Terminal, one terminal is active, 30 remaining, remain. Das heißt, wir haben jetzt 30 Level noch vor uns, oder wie läuft das? Set, network reports, inactive terminals. All terminals must be active before set is allowed. Ja, Mensch, Creed oder Cred? You are playing the game by me, Ian Snyders. Also, das sind die Credits. With music and sounds by Rich Freeland. Oh, I like to thank the following people for their support. Wunderbar. Sehr schön, kann sich jeder gerne durchlesen. Super Friendship Club Forever. Exit. Sehr schön, also wir wissen jetzt, dass wir 30 Terminals noch to go haben. Aber ich weiß nicht, wie ich da... Boing. Mist. Ja, hab ich doch nicht gesettet hier? Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Hallo, liebes Spiel. Boah, ich hätte gern, ja... Ja, keine Ahnung, wie der auch sei. Man kann nicht in die obere Etage, man kann auch sonst hier nichts machen. Boing. Tja, ich habe keine Ahnung. Liebes Haus, bitte fall nicht um. Tja, Help bringt uns genau gar nichts hier. Oder versteht ihr irgendwas von? Look. Ja. Boah. Mhm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt mal ernsthaft, was soll ich jetzt hier machen? Aufs Dach springen kann ich euch hier kommen, oder? Und wenn ja? Ah, okay, kann ich nicht. Was hätte ich davon? Boing. Das ist schön. Ich mag sowas nicht, wenn man überhaupt, wenn einem der entscheidende Punkt fehlt. So wie mir zum Beispiel gerade. Sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder hier bei The Flaws Jelly. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ob das Spiel wirklich noch Gehalt hat. Im Moment ist es sehr nett, sehr erfrischend und sehr hübsch. Und es klingt gut. Und ja, mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Falls ihr das Projekt hier unterstützen wollt, dann teilt es mit allen, die genauso durch sind wie dieses Spiel. Haha. Und kommentiert und liked. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.